So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Odyssey und das Bild ist ganz schön dunkel, oder? Aha! So, weiter geht's ins Küstenland. Ja. Ein Video rendert gerade nebenbei. Das habe ich mal eben kurz getan, weil ich ein bisschen im Aufnahmeverzug bin. Aber alles cool. Und ja, jetzt kann ich ja weiterspielen. Mein PC ist jetzt im Glück genug, dass ich zumindest gleichzeitig rendern und von der Konsole aufnehmen kann. Ein PC-Spiel gleichzeitig aufnehmen, das könnte ich nicht. Das wäre nämlich Triple-Belastung, das ist zu viel. Aber das hier funktioniert noch. Hallo. So. Nächste Welt. Sollte es also auch eine Zuckergusstorte geben, aber nicht, wenn wir die Bande vorher abservieren. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, lasst uns doch mal die Tipps überspringen. Das würde mir da helfen. Nächster Stopp, Küstenland. Dort gibt es ein prächtiges, sprudelndes Meer und vier gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss, steht hier. Was will Bowser hier? Flitterwochen machen? Ja, und da steht dann Bowser Junior, ne? Ich hab's ja schon erzählt. So, die Welt kenne ich auf jeden Fall auch noch. Ich glaube wirklich, in dieser Welt haben wir aufgehört damals. Ich erinnere mich noch, dass es irgendwie so ganz zum Schluss war, als der andere Leon dann abgehauen ist. Kurz davor haben wir eben noch hier ein bisschen rumgedümpelt. Das Glas ist halb leer. Ich würde sagen, ja, er hat recht, weil er schlürft es aus, das heißt, es war mal voll. Das ist aber auf dem schicken Glas. Ich verstehe ja den philosophischen Gedankengang von halb voll und halb leer mit Optimismus und Pessimismus, aber ganz neutral betrachtet würde ich halt sagen, Glas ist dann halb voll, wenn es gerade quasi gefüllt wird. Keine Ahnung, du hältst jetzt den Glas unter Wasserhahn, machst an, bis es zur Hälfte gefüllt ist, dann sagst du, das Glas ist halb voll. Wenn es voll ist und du trinkst daraus und es ist noch die Hälfte drin, dann sage ich, das Glas ist halb leer. So! Alles eine Kontextfrage. So, dann reden wir noch mal mit dem Viech da. Hallo. Er hat den französischen Hut auf. Hey du, du siehst also wie eine hilfreiche Zeitgenosse. Siehst du dieses grauenhafte Wesen direkt vor uns? Da, das ist eigentlich... Das ist eigentlich so italienisch, was ich gerade gesprochen habe. Ich kann keinen französischen Akzent. Ich muss gerade mal überlegen. Oh, da hat es sich breit gemacht und schlüpft genüsslich unser kostbares Edelwasser in sich hinein. So, tu doch bitte etwas. Okay. Dafür habe ich jetzt so lange. Egal. Hey, lass uns gefälligst auch noch was übrig, du greifarmiges Etwas. Okay. Whatever. Sie hassen mich. Aber das ist okay. Hallo. Oh, die Gulagun. Wenn das Wasser der vier Fontänen gemischt wird, dann entsteht das begehrte Edelwasser. Die Legenden besagen, dass jeder, der von diesem wundersamen Elixier trinkt, ein glückliches Leben führen wird. Aha. Ich verstehe Bowsers Begehr. Vielleicht einfach mal die Fontänen. I got that. Okay, die Frage ist, wie wir das eliminieren. Oh, dieser Kartoffel ist der Schlüssel, um unsere prächtigen Fontänen wieder zum Sprudeln zu bringen. Was auch immer. Okay. Da sehe ich einen Mond auf jeden Fall. Lila Monde gibt es hier also. Schöne Farbe. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß einfach nicht mal, wo ich hin muss. Ja, wenn nicht meine Aufgabe so wirklich, oder? Da sehe ich ein Bild. Glaube ich. Spring, Mario! Du heißt nicht umsonst Jumpman manchmal. Keep. Aha. Foto gemacht. Da steht halt Keep, basically. Oh, das ist jetzt darauf bezogen, weil man sieht, man hat das Ding da ja schon so ein bisschen gesehen. Den Mond. Warum kann man eigentlich keine halbschrägen Wandabprallsprünge, Gerätschaften mehr machen? Ich glaube, es ging mal. Eine Röhre. Boah, es gibt hier irgendwie gerade zu viel und gleichzeitig zu wenig in dem Level. Hilfe. Oh. Was hast du vor?
Oh, denn in diesem Raum versteckte Schatz ist dermaßen gut versteckt, dass dir bei der Suche deine Augen nichts nützen. Du musst den Boden unter dir mit großer Aufmerksamkeit erspüren. Fühle, wie er vibriert, wie Glühkumpel. Okay. Krieg ich hin. Vibriert sehr stark. Nee, doch nicht. Hier. Oder? Warte. Ich spüre die Good Vibrations. Aha, ich wurde verarscht. Okay, hier wird's toll. Ja, hier ist auf jeden Fall viel. Verarscht werde ich hier am laufenden Band. Furchtbar. Okay, auf jeden Fall hier unten in der Ecke irgendwo. Okay, hier. Yay! Vibration in der Wasserhöhle. Oh yeah. Brät's aber noch? Nee. Aus! Okidoki. Wieder dieser Münzhaufen. Ach, bleibt mir gestohlen. Ich bin echt ein bisschen überfordert. Weiß nicht so richtig, wo ich gerade hin soll. Gut, ich könnte eigentlich. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur zu den Dingern hin, ne? Zu den Kapseln da. Wahrscheinlich öffnet sich das dann irgendwie mehr oder weniger von allein. Oder wir müssen gerne interagieren oder. Weiß ich nicht. Button mashen, Quicktime-Events erfüllen. Videospiele halt. Oh Menno, wenn du sie doch nur Blumen zum Umsorgen gäbe. Kann ich organisieren. Hey, da ist Plessy oder so. Oh, warte mal, das ist der Laden, ne? Das ist ja lustig. Hm. Sie kommen in den Bord. Ja, bin genial, Leute. Ja. Schönen Dank, du Arsch. Zwei Monate gerade mal. Okay. So, Beachvolleyball. Kann ich ein bisschen Volleyball spielen oder wie sieht das aus? Aha. Pff, okay. Was auch immer. Hilfe. Einfach nur Hilfe. Ah, okay. Ich verstehe. Miau. Hehe. Geile Geräusche dabei. Okay, da hinten ist der lila Wichser. Lila Münzen. Ich sehe hier überall Orte, wo ich hin möchte, aber ich weiß einfach nicht wie. Furchtbar. Kennt ihr das? Das ist wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl. Das sind Gegner. Oh. Die ersten Münzen von 100. Scheiß die Wand an. Ups. Nein, das war nicht ge... Das war geplant. Absolut geplant. Boah, ich muss mir auch zugeben, mit den Münzen mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Also das zusammen könnte echt eine Tortur werden. Also das wird dann auch in viel, ja. Mein Gott. Internetrecherchen und Abklappern und Farmen enden. Wobei wir im Endeffekt gar nicht alle brauchen für, sage ich mal, wahrscheinlich alle Monde. Also ich muss mir halt die Outfits irgendwie kaufen. Also, keine Ahnung, wenn es mir wirklich zu schlimm wird, dann ist es vielleicht auch so eine Sache, die ich dann vielleicht einfach nicht mache. Mal gucken. Mal Lucky Lucky machen dann. Hui! Aua. Ich mag das Geräusch dieser Steine tatsächlich. Befriedigt mich so ein bisschen. Hups, da war noch einer. Einer Münze. Hi! Oh, um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel. Okay. Gibt Sinn. Also es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, aber ist okay. Naja, okay. Ah, schon die zweite Wasserwelt quasi, ne? Kann man schon so sagen. Ich wollte eigentlich auch ganz gerne euch mitnehmen. Damit ich unendlich Luft habe. Sonst sehe ich nix. Alright. Komm, irgendwie... Oh, nicht dagegen fliegen. Huiuiui. Sieb Chiefs haben ganz schön langweiligen Alltag. Also die da fliegen immer die ganze Zeit nur zwischen den beiden Stellen hin und her. Aber voll. Blick zurück in den dunklen Tunnel. Ich schaue, aber ich sehe nicht.
Eieiei. Eieiei, no me gusta nada. Ah! Mir geht's gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Vor diesem mächtigen Aal, beziehungsweise vor dem, Oh, ich vergesse immer, wie die Viecher heißen. Nicht Aal, sondern das andere, die so ähnlich aussehen. Der Aalkano oder Kant. Ich vergesse immer wieder diesen Namen für den Viechern. Es ist furchtbar. Muräne! Muräne. Mein Gott. Schlimm. Ich weiß, ist es ein Aal oder Muräne? Ich habe keine Ahnung. Ich nicht kenne mich aus in der Welt der Tiere. Ich kenne Hund und Katze. Das kriege ich hin. Und ein Komodo-Varan. Komodo-Varan ist aber doch der lustigste Name für ein Tier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich finde ihn einfach lustig. Boah, kann ich hier durch als... Nein. Das wäre lustig. Das wäre funny. Ja. Genau das wollte ich tatsächlich. Genau das. Ich habe keinen Bock. Ich will gar nicht mehr zum Leuchten. Ich will einfach wieder ins Wasser. Immer nur schwimmen. Mir gerade auf, dass der Ständer hier, haha, auch lila ist. Wie die Farbe der Monde in dieser Welt. So, ich denke mal, jetzt öffnet sich das automatisch hier. Das Siegel des Leuchtturms. Ah, Leuchttürme sind was Schönes, oder? So auf dem Arm und so. Einfach im Boden verschwunden. Na denn? Oh wei! Du willst die vier von denen wieder spulen lassen? Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Okay. Ich verstehe, glaube ich. Einfach nur weitermachen. Noch drei weitere von denen. Aber jetzt ballert er uns wahrscheinlich immer so ein bisschen zu da. Wir müssen ein bisschen aufpassen müssen. Ja, wenn nicht getroffen werden. Alright, alright, alright. Muss ich jetzt dahin? Wie komme ich denn dahin? Ich weiß es nicht. Boah. Ich würde gerade sagen, ist nicht mein Problem, wenn das eine Lüge ist. Ist absolut mein Problem, leider. Warum sich ja nicht Röhren? Was sollen mir diese Röhren sagen? Huch. So, bestimmt jetzt auch einfach, also das sind keine Bereiche. Ja, genau, dass ich hier einfach irgendwas habe. Aha. Wild. Okay. Das war schon mal unnötig. Falsche Röhre. So, ist das richtige Röhre? Könnte schon sein. Okay, da oben sind Münzen, die ich brauche zur Befriedigung meines Wohlseins, so in etwa. Nein! Oh Gott. Oh Gott, was? Esif! Okay. Hab ich verstanden. Spiel. Ich hab das schon verstanden. Arschloch. So, da könnte ich jetzt wieder raus. Aha, schön. Möchte ich das? Hier ist aber 100 pro was. Kann ich... Ich komme doch gar nicht hoch. Kann ich, mein Gott, ich will darüber. Kann ich Koopa-Panzer mitnehmen? Ja, so auf jeden Fall. Jesus Christus. Erlöse mich. Erlöse mich von 2D-Abschnitten. Ich kann 2D-Abschnitte einfach nicht. Wirklich. Sobald eine Dimension fehlt in Jump'n'Runs, ist bei mir aber Feierabend. Ich will eigentlich... Boah, ich fick gleich irgendwas, ey. Nee, geht nicht. Okay, danke. Ach so, ich spawn wieder hier. Das ist ja nett. So eine Lüge ist nicht nett. Mann, ficken. Ui. Alright, pass mal auf. Wir machen das nochmal von hier. Dann versuche ich da nochmal diesen Abschnitt da reinzugehen, wo ich eben einfach gekockblockt wurde von den Blöcken. Das ist das Falsche, Leon. Das ist immer noch das Falsche.
Du Arsch. Gott. Wie die Mucki einfach abgeht. Locke den Alcano heraus. Ba 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 ba. Let's go. Okay, ich weiß, was ich tun muss. Also zumindest so ein bisschen. Oh, fick dich. Boah, wirklich 2D ist einfach zu viel für mich. Oder eher gesagt, zu wie. Wieso? Wie soll ich da hinkommen? Ich reiz nicht. Ach so. Nee. Hä? Oder doch? Ich komme da ja auch gar nicht hoch. Ach so. Ach so. Ich weiß, warum ich da nicht hochkomme. Ich Haufen. Weil es immer noch der falsche ist. Okay, aber ich kann mir fast schon vorstellen, dass der Mond da irgendwie der Optionale gerade war. Also weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Ich muss auf jeden Fall da hoch. Irgendwie. Hey. Okay, das ist doch ganz nett. Ha! Meeresgrundlabyrinth Geheimraum. Toll. Bringt mir jetzt leider aber auch nicht so viel. Weil ich da noch nicht hinkomme. Ja, oder die Röhre lässt mich halt echt einfach nur raus. Das ist auch gut möglich, tatsächlich. Aber wie komme ich denn da hin? Also, weiß ich nicht. Ah, natürlich. Ich Haufen. Jetzt nochmal da rein. Jetzt sind ja die Blöcke aktiviert. Also es wird resettet tatsächlich, wenn ich da raus und reingehe. Aber ich bin ja eben gestorben. Das war ja leider das Problem. Ja, ganz kurz hatte ich den Gedanken, es wird ja resettet, wenn ich rausgehe. So, Moment, ich bin eben gestorben. Guck, die Blöcke sind noch da. Ha. Schön. Ah, und hier. Ah, okay. Hier muss ich auch so machen. Oh. Oh mein Gott, Alter. Pro-Gamer einfach nur. Kann man nicht anders sagen an der Stelle, leider. Leider, ja. Hm. Ich kann ja... Genau. Ich kümmere mich erstmal hier drum. Irgendwo spackt er gerade rum. Ah, schön. Okay. Die haben wir. Ich mag es immer, wenn die Minen oder die Torpedos zu nahe kommen. Und dann einfach nur... Drama. Autsch. Ich darf nicht sterben jetzt. Okay. Ich hab's, ne? Meeresgrundlabyrinth. Schade. So, alles geholt, glaube ich. 2 Monde und die Münzen. Fuck you, ich hau ab. So. Die mysteriösen, nervigen Geräte namens... Röhren, die Masse sind auch abgehakt. Ist doch nett. Glaspalast. Gutes Timing auf jeden Fall. Okay, aber ich weiß halt immer noch nicht, wie ich zu diesen Orten komme, wo ich hin soll. Das ist wirklich furchtbar. So. Ups. Ario, entspann dich. So. Mal eben die Münzen holen, wenn ich sie hier schon sehe. Kriegt da ja auch Leben. Luft, meine ich. Nein. Münzen geben keine Luft mehr, wa? Die Logiklücke aus dem Barispiel ist auf jeden Fall weg. Weil das auch schon lange her ist, glaube ich. Mhm. Einfach unter Wasser. Meeresgraben West. Eieiei. Ich würde fast vorstellen, dass das Wasser irgendwo noch verschwindet oder so. Weiß ich nicht, wenn ich mich hier hinporten kann einfach. Diese Plattformen hier sind auch irgendwie verdächtig. Die glitzert schön. Kann ich. Okay. Aber hey, immerhin geben Herzen Leben. Also das ergibt Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Luft nennt es sich. Aha. Off.
Möchte aber du durch, bitte. Danke. Der Unterwasserstraßentunnel. Ist voll, voll space hier unten. Seid aber mal ehrlich, ne? Was ist hier eigentlich das Problem? Ich weiß es nicht. Wie komme ich auf die Tür rauf? Das ist voll merkwürdig. Keine Ahnung. Da bin ich auch nur zu doof. Wir finden das beim nächsten Mal auf jeden Fall raus. Aber zumindest konnte ich jetzt mal ein bisschen was hier suchen. Ein bisschen was finden auch. Nicht nur suchen, auch finden. Ist bei so einem Suchvorgang auch gar nicht so schlecht, wenn man auch was findet, tatsächlich. Huch. Ach, das ist da, wo ich vorhin durchgefallen bin. Ich dachte, warum habe ich denn hier schon Münzen? Als if ich hier schon mal war. Aber ja, ich war hier schon mal. Ja, führt alles im Kreis. Okay, schnell raus, bevor ich sterbe. Danke. Autsch. Wow. Eieiei. Oh. Münzen oder? Okay. Schade. Okay, Leute, aber ich würde sagen, ich höre da mal auf, glaube ich. Ja, keine Ahnung, da hoch. Wie kommt man da hoch? Also das Rätsel da haben wir abgeschlossen mit den Röhren. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier nicht irgendwie ganz langweilig irgendwie... Ah. Okay. Ah. Okay. Cool. Dann holen wir das noch schnell. Bede, bedim. So viel Zeit war da noch. So, aktivieren wir noch ganz schnell. Wieder den Stöpsel fliegen lassen, den Korken. Gorgonzieher. Genau so, noch zwei Fontänis. Okay, kriegen wir hin. Ja. Gut, dann wissen wir zumindest, wie wir da hochkommen. Also zumindest. Okay, da wahrscheinlich nicht. Hey, denn sind Münzen. Da hole ich jetzt nochmal ganz schnell. Ja, es ist Mario Odyssey. Da darf auch eine Folge ruhig mal ein bisschen länger dauern. Warum kann ich nicht zweimal von der Mütze abspringen? Das ist eigentlich echt schade. Stimmt, dann kann ich den Checkpoint dahin aktivieren. Dann starte ich. Okay, ich starte sowieso nicht da. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht an den Checkpoints jeweils startet, wenn man das Spiel beginnt. Das hätte ich gemacht. Dass man auch zum Beispiel so, als ich den Checkpoint markieren kann, so ein Motto, genau hier mache ich nächstes Mal weiter. Damit ich dann hier hingehe, damit ich den Bereich jetzt erkunde. Aber das geht leider nicht. Tja. So, zack. Rollfeldschlucht. Genau, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Ne? Also, danke fürs Zusehen. Vielleicht reden wir auch mit dem Dude da unten nochmal. Und ja, von hier aus können wir da wahrscheinlich auch das nächste Ding schon aktivieren. Da müssen wir, glaube ich, ein Loch rein. Ja, und dann wahrscheinlich da hochschwimmen oder so. Also, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!